Hallo und herzlich willkommen zu einer Einheit, wo wir ganz viel in Bewegung bringen wollen. Und alle, die mich kennen, mein Name ist Martin Feigl, ich bin Tau-Kalligraphie-Lehrer in Österreich, in Graz, Unternehmensberater und auch Persönlichkeitstrainer. Und auf meiner Reise war es so, dass ich immer auf der Suche war nach dem effektivsten Werkzeug für die Menschen, die ich unterstütze. Und das hat mich immer schon angetrieben, seitdem ich ja ganz jung war. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig, zunächst in der Beratungsdienstleistung, dann relativ schnell eben in der Personalentwicklung. Und dort war mir sehr schnell klar, eben wenn Menschen Ziele haben, im Berufsleben sind es ja meistens berufliche, aber dann findet man auch sehr schnell raus, wenn man sich ein bisschen öffnet für den Menschen gegenüber, dass der nicht nur berufliche Ziele hat, sondern auch ein privates Umfeld hat, das auch entweder das unterstützt oder eben etwas gerade auch an Herausforderungen erschafft, das alles ganzheitlicher zu betrachten ist. Und so ist Erfolg, Wohlbefinden, Gesundheit ein ganzheitliches Paket und du kannst jetzt nicht beruflichen Erfolg irgendwie trennen von deinem Privatleben. Und so war es immer so, dass ich eben viele Trainer der Welt besucht habe, immer unterschiedliche Ausbildungen. Und dennoch hat mir eins nie alleine gelassen, dieses Gefühl, da fehlt noch was. Das ist dieses Gefühl, da gibt's irgendwie noch mehr, da gibt's mehr Möglichkeiten, den Menschen besser zu helfen. Und 2010 war es dann endlich geschafft, dieses Ankommen, dieses Gefühl, endlich erfüllt zu wissen, ich habe es gefunden, weil das hat mir ein Leben lang motiviert, auch weltweit zu reisen und hat mich auch nie in Ruhe gelassen. Und seit 2010 habe ich aber dieses Gefühl in mir, diese hundertprozentige Sicherheit, jetzt bin ich dort, jetzt bin ich an der Quelle, jetzt bin ich am Ursprung, dort, wo all das Verständnis entsteht, all die Zusammenhänge klarer werden, aber auch all die Wege und Mechanismen leicht sichtbar sind, wenn ich im Leben eine neue Ausrichtung suche, mehr Unterstützung brauche in Gesundheit, Beruf oder Privatleben, wie ich dazu komme. Und ihr seht eben rund um mich natürlich ganz viel an Kalligraphien und das ist eben das, was damit jetzt Hand in Hand geht, nämlich die Tau-Kalligraphie, die als Begleitunterstützung uns enorm viel Zeit erspart, uns enorm viel Schmerzen erspart, uns enorm viel Aufwand erspart, weil die Anwendung der Tau-Kalligraphien einfach so viel Leichtigkeit, so viel Befreiung von Blockierenden, so viel auch Zugkraft zu einem Ziel hin mit sich bringen. Und das wollen wir heute gerne gemeinsam erleben und auch anwenden. Das heißt, wenn du jetzt etwas mitbringst, wo du sagst, das wäre so dein Thema heute, dann gib es einfach ganz in der Stille sozusagen mit in unser Gruppenfeld. Danke noch einmal alle, die da live bei mir auf Zoom sind. Und natürlich danke allen, die das Video später auf YouTube anschauen werden. Das heißt, wenn du jetzt kurz mal in dich gehst und überlegst, so deine Lebensbereiche, über mal so ein sehr schönes, könnt ihr euch auch einmal wieder zeigen, ein Lebensrad gestaltet. Hab dann gemerkt, dass das eigentlich nichts Neues war, dass das andere Trainer auch schon gemacht hatten. Aber es ist eine sehr schlüssige Sichtbarmachung der einzelnen Lebensbereiche in Radform und der Ausprägungen, wie rund läuft dieser Lebensbereich. Also sprich, wie ist meine Gesundheit von 0 bis 10? Ist sie top oder ist sie bei 5 derzeit? Wie ist meine Fähigkeit, mich zu entspannen von 0 bis 10? Wie ist mein Gefühl, dass ich erfolgreich im Berufsleben unterwegs bin von 0 bis 10? Wie ist mein Gefühl in meinen innerfamiliären Beziehungen? Wie ist mein Gefühl zu Freunden von 0 bis 10? Und so ergibt sich eben eine sehr schöne Visualisierung dessen, wie es uns gerade geht. Und daraus auch ein gutes Ableiten, dass wenn ich mein Leben in Balance bringen mag, zu schauen, wie kann
es gelingen, dass einzelne Lebensbereiche, die derzeit unerfüllt sind vielleicht oder eher geschwächt sind, wieder gestärkt werden können. Und wie kann ich vielleicht von den starken Lebensbereichen auch profitieren und diese Kraft, die dort entsteht, dann nutzen, damit sie eben in anderen Bereichen mich unterstützen. Ja, also dieses Ganzheitliche kommt sehr, sehr oft, wenn wir recherchieren beginnen, immer wieder findet man den Weg nach Asien und immer wieder erkennen wir, dass eben dieser ganzheitliche Ansatz, sei es in der Medizin oder eben auch in der Betrachtung der Lebensweise von uns Menschen, sehr, sehr oft aus Asien kommt. Hier ein schönes Bild, wo ich auch selbst war, auf der chinesischen Mauer. Das war dann 2008 sehr wahrscheinlich. Nein, Entschuldigung, das war 2007. Und diese Reise nach China 2007 hat mir ein komplett neues Weltbild eröffnet, weil ich damals einfach nur in der Geschäftswelt, in der Erfolgswelt des Westens aktiv war und im Chinesischen dann Dinge gesehen habe, wo man gedacht hat, boah, das geht auch. Die schauen mich da einfach nur an und halten meine Hand und ich zeige mal kurz die Zunge und die sagen mir alles über meinen Körper, was sie sonst nur mit westlichen maschinellen Untersuchungen feststellen hätte können. Und das zu entdecken, diese ganzheitliche Sichtweise, war ein sehr, sehr schöner Schritt für mich. Und wenn wir dort genauer hinschauen, war immer schon im Asiatischen das Ableiten von äußeren, nennen wir es einmal Wetterbedingungen, auf das Innere des Menschen. Und auch das Betrachten des Inneren in direkter Verbindung mit dem Äußeren. Und gleichzeitig war auch im Asiatischen immer das Bedürfnis danach Stärkung. Also die chinesische Mauer ist ja auch so ein Symbol von Schutz, von auch dem Wunsch, das eigene Volk beschützen, die eigenen Ländereien beschützen vor Angriffen von außen. Und genau das Gleiche gibt es ja mit dem zum Beispiel Wei-Qi, dem Immunitäts-Qi, wenn wir es so nennen wollen, dem Abwehr-Qi auch in unserem Körper. Unser Körper bildet ebenso diesen Wall, um uns zunächst einmal bestmöglich vor negativen Einflüssen von außen zu schützen, zu stärken. Und so ist es eben sehr faszinierend, wenn man eintaucht in die traditionell chinesische Medizin, weil sie einfach tiefer geht, weitergeht. Weil sie das Ziel hat, dass wir als Menschen gesund bleiben, weil es he auch heute noch immer noch Ärzte zum Beispiel in China gibt, die dafür bezahlt werden, dass in ihrem Dorf gesunde Menschen leben. Also da ist nicht das Belohnungssystem so, dass wenn der Arzt, wenn der Mensch zu dir kommt als Arzt, dass du dafür bezahlt wirst, Krankheiten zu behandeln, sondern du wirst dafür bezahlt, dass die Menschen gesund bleiben. Dass die erst gar nicht zu dir kommen müssen aus dem Grund einer Krankheit, sondern vielleicht zu dir kommen wollen, weil sie davor schon präventiv wissen wollen, okay, wie schaffe ich es eben, in einer guten Energie zu bleiben, in meiner Kraft zu bleiben. Und was wir dann sehr früh erleben, und dann sind wir schon bei den Kalligraphien, ist, dass es diese Möglichkeit gibt, diese Kraft auch zu aktivieren in uns. Das heißt eben, dass wir auch die Möglichkeit haben, wenn wir es jetzt so sehen wollen, von der universellen Energie zu uns Kräfte abzurufen. Das heißt, das war auch ewig schon, Jahrtausende hinweg schon, das Bestreben in Asien zu erkennen, wie kann ich diese höchsten Kräfte zu mir bringen, wie kann ich diese höchsten Kräfte des Universums für mich nutzen. Simpelst eben jetzt die Sonne. Ohne Sonne wäre kein Leben möglich. Und wenn wir darüber hinausschauen, sind noch viel mehr Kräfte, die auf uns wirken. Der Mond, wissen wir, wirkt enorm stark auf das Wasser, auf Mutter Erde und vieles mehr. Also wie kann ich diese äußeren Kräfte, auch von Mutter Natur, wie eben Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser, für mich nutzen? Und so ist dann auch der Zusammenhang
schnell erklärt mit der Tao-Kalligraphie, die es uns ermöglicht, eben aus diesen höchsten universellen Ebenen diese positive Kraft zu uns zu bringen und zu nutzen. Und das wollen wir gleich jetzt mal auch für uns spüren und ausprobieren, wie sich das anfühlt. Ist immer sehr schön, wenn man es erleben kann. Und das, was wir gleich tun werden, hinter mir ist die Tao-Kalligraphie der größten Liebe. Und von der größten Liebe wissen wir, wenn wir großartig verliebt sind, gibt es kein Problem mehr rundherum. Da gibt es keine Zeit mehr, da gibt es keinen Raum mehr, da gibt es keinen Dämon mehr, da gibt es vielleicht nicht einmal körperliche Schmerzen. Und bin mir sicher, da gäbe es hunderte Studien mittlerweile dazu auch schon, wenn man recherchieren wollte, dass man bestimmt schon untersucht hat, wie auch diese hohen positiven emotionalen Zustände einfach positiv auf unseren Körper wirken, auf die Hormone und vieles, vieles mehr. Und der Grund ist damit schon erklärt, warum es so gut tut, die Kalligraphien, egal jetzt welche, zu nutzen und diese positiven Botschaften zu nutzen, weil sie uns helfen, dass unser Körper in einen guten Zustand kommt. Und hier jetzt eben mit dem Beispiel der größten Liebe wollen wir es einfach so nutzen, wie es der einfachste Weg ist, nämlich dass wir sie nachfahren. Das heißt, man folgt dem Verlauf des Kalligraphie-Schriftzuges und aus diesem Folgen dieses Verlaufes überträgt sich diese positive Kraft auf mich. Eines der großen Galeriehäuser der Welt hat kürzlich, wie ich in London war, auf The Frieze, auf einer der größten Messen, Kunstmessen der Welt, einen sehr schönen Ausdruck geprägt, nämlich die Vertreter dort haben das so für sich erkannt und sehr, sehr treffend beschrieben, dass sich die Tau-Kalligraphie jetzt dadurch abhebt von der normalen Kunst, durch die Tatsache, dass sie interaktiv ist. Und genau das ist es. Die Tau-Kalligraphie ermöglicht es uns, etwas abzugeben, nämlich Belastendes. Allein nur jetzt die Vorstellung eines gestressten Zustandes, wenn wir gleich spüren, wenn wir gestresst wären jetzt, dass wir was abgeben können, auch belastende Gefühle bis hin zu größeren Themen. Und eben nicht nur das Abgeben, sondern auch das Aufnehmen positiver neuer Kraft. Und das macht es eben einmalig. Und deswegen ist es so schön, damit zu arbeiten. Und jetzt haben wir genug gesprochen, auch wenn ich noch liebend gern länger euch davon erzählen möchte. Aber jetzt gehen wir dorthin, wo wir sie anwenden. Das heißt, entweder ist dein Wunsch jetzt, dich einfach nur zu entspannen, oder du hast einen konkreten anderen Wunsch, sei es aus dem Privatbereich, in Beziehungen, sei es im Körperlichen für deinen Körper oder wo auch immer, dann denkst du an dieses Thema und wünschst dir jetzt aus diesem, wir nennen es Feld, aus diesem Energiefeld heraus, aus diesem positiven Kraftfeld, wünschst du dir jetzt Unterstützung. Dort, wo du mithelfen kannst, ist, dass du dir vorstellst, dass dieser Bereich, und wenn es jetzt was Körperliches ist, ist es am einfachsten beschrieben. Zum Beispiel, du wünschst dir Kraft für deine Lungen oder für deine ganzen Atemwege, dann stellst du dir vor, wie das Licht aus der Kalligraphie kommt und hier eben in den Atemwegen einfach es ganz hell wird. Es wird einfach klar, es wird strahlend hell. Und das ist das Einzige, was du machen kannst, wenn du jetzt noch aktiv mitwirken magst mit deiner Visualisierungskraft, was sehr viel bewirkt, dass du einfach eben dir vorstellst, dass jetzt ganz viel Licht, ganz viel Strahlkraft in diesen Bereich kommt. Das Gleiche funktioniert für Beziehungen, wenn es zwischenmenschlich ist, du und die Person. Wenn du es für deine Familie tun magst, einfach du und deine Familie. Wenn es für dein Bankkonto ist, du und dein Bankkonto. Wenn es jetzt selbst eine Streitigkeit wäre, die rechtlich wäre, du und diese Unterlagen. Also in jedem Lebensbereich.
Also entscheide ich mal jetzt für einen. Vielleicht lässt sich's auch für dich bewerten, wie sich dieses Thema derzeit anfühlt, also wieder so von 0 bis 10. Und dann gehen wir dieses Thema einfach jetzt mit in dieses Transformationsfeld. Du wirst gleich einen Punkt sehen, der dem Verlauf der Kalligraphie folgt. Und diesen Punkt, den wollen wir jetzt mitfahren. Das heißt, du kannst es mit deinen Augen machen, kannst es aber auch mit deinen Fingern machen. Und ich mache es mal auf Wiederholung, dass wir das auch nutzen können für uns jetzt mehrmals. Das heißt, du wählst eine Handhaltung, die die Finger zusammenbringt. Verfolgst den Verlauf der Kalligraphie. Kann in dem Tempo sein, wo jetzt die Kugel fährt, oder du hast schon dein eigenes Tempo, wo du einfach spürst, das ist dein Tempo und dieses Tempo ist gut so. Kurz versuchen, ob ich Tempo kann ich nicht anpassen. Okay, dann lass mich so. Das heißt, das Aufnehmen jetzt der größten Liebe geschieht dadurch, dass du ihren Verlauf schreibst. Am Anfang ist es vielleicht eben schön, dass du einfach und leichter für dich, dass du die Geschwindigkeit dieses goldenen Punktes mitmachst, damit du den Verlauf für dich selber gut integrieren kannst. Und das, was jetzt passiert, ist eben, dass wir jetzt voll in den Moment kommen, voll präsent werden. Und allein dadurch schon Entspannung geschieht. Das heißt, man könnte jetzt messen, dass die ARV bei dir sich entspannt, die Herzratenvariabilität. Man hätte zu Beginn Blutdruck messen können und danach und würde sehen, dass der Blutdruck sich entspannt. Bei besseren HRV-Messgeräten würdest du sehen, dass der Teil des Nervensystems sich jetzt ebenso in seine Kraft begibt, der eben für die Entspannung zuständig ist. Und für die Regeneration. Und genau das brauchst du ja. Brauchen wir alle. Gerade in der Zeit, wo im Außen so viel Unruhe ist, sollten wir eigentlich auch in unserem Ablauf am Alltag was ändern. Wir sollten nämlich mehr Regenerationszeit in unser Leben bringen. Unser Nervensystem ist ja teilweise enorm überfordert mit all den Geschehnissen im Außen. Vielleicht zeigt es dir gar nicht so der Körper, aber der Körper ist unter Hochanspannung in der aktuellen Zeit. Nicht nur die Ungewissheit, was bringt die Zukunft, all das, was in unterschiedlichen Regionen gerade passiert, kann ja nicht spurlos an uns vorübergehen. Selbst wenn wir gar nicht Nachrichten schauen, es ist ja da auf Mutter Erde. Diese großen Spannungen sind ja da. Deswegen tut es so gut, sich mit dieser universellen Liebe zu verbinden und dieser universellen Kraftquelle auch.
Bleib auch mit deiner Gedankenkraft dabei und unterstütze jetzt die Übung mit, dass der Bereich, wo du dir Verbesserung wünschst, dass der jetzt im größten Licht erstrahlt. Der Choreografie Da-Ai, was auf Chinesisch bedeutet größte Liebe. Wird wie durch einen bestimmtes Kraftwerk im Hintergrund jetzt versorgt mit viel positiver Energie. Und du kannst dir das vorstellen, so wie auch bei den Fahrrädern, wie das Licht im Fahrrad entsteht, wenn du das noch kennst, dass eben es diese mechanischen Geräte gibt, die die Kraft abnehmen vom Rad und daraus Licht erzeugen. Genau das tun wir gerade. Wir machen eine Bewegung und diese Bewegung nimmt jetzt sozusagen die Kraft ab aus der Kalligraphie. Und genau dann, wenn wir diese Bewegung des Nachfahrens machen, können wir diese Kraft nutzen. Das heißt, du bist einfach jetzt direkt verbunden mit den höchsten Kräften des Universums. Und aus dieser direkten Anbindung an all die Kräfte, wo alles entspringt. Sozusagen all die Kräfte des Ursprungs, der Quelle. Jetzt sind wir auch schon in der Namensgebung. Quelle auf Chinesisch heißt Tao. Das heißt, die Tao-Kalligraphie ermöglicht es uns, wenn wir sie nachfahren, dass wir die Frequenzen und Schwingungen, die Kräfte des Tao zu uns übertragen können. Das heißt, wir sind nicht mehr mit unserer Gedankenkraft tätig und versuchen, was zu verbessern, als Beispiel. Wir sind auch nicht mit einer Kraft, die es auf Mutter Erde gibt, wie, wenn man mal was viele machen, auch Heilsteine oder Essenzen oder anderen Kräften aktiv. Wir können über die Tao-Kalligraphie die positive Kraft der Quelle nutzen. Und das ist die Schöpfungskraft. Alles entstand daraus und entsteht daraus. Und damit kann auch alles erschaffen werden mit dieser Kraft. Und es kann auch alles transformiert werden, verbessert werden mit dieser Kraft. Mit der Kraft eines, wenn man es jetzt hier eines Kristalls oder Steins, ist nicht alles möglich, weil das hat beschränkte Frequenz und Schwingung, natürlich auch viel Gutes, wenn man damit weiß zu arbeiten. Aber es ist nicht die höchste Kraft. Die höchste Kraft ist eben die Kraft von dort, wo alles entstammt. Und das ist eben jener Ort, den wir als Quelle bezeichnen können, oder als höchste Schöpfungskraft oder eben als Tao im Chinesischen. Wenn du sehr gläubig bist, wirst du sagen, das ist ja Gott, oder? Ja. In unserem westlichen christlichen Glauben verbinden wir das Göttliche mit dieser Kraft der Quelle. Das heißt, wenn du jetzt einen tiefen
religiösen Glauben hast, verbindest du dich jetzt auf direktem Weg mit der göttlichen Liebe. Wenn du jetzt Buddhist bist, glaubst du zwar auch an diese universellen Kräfte, hast aber vielleicht einen tieferen Bezug zu Buddha, dann wirst du spüren, dass die Tao-Kalligraphie dir eine tiefe Verbindung zu Buddhas Frequenz und Schwingung herstellt. Und das gilt jetzt für jede Tradition, für jede Glaubensrichtung, für alles, weil im Tao alle vereint sind. Und jetzt zu dir zurück, wie auch immer du es benennen magst. Vielleicht hast du schon herausgefunden, was es für dich ist in deiner Vorstellungskraft. Du verbindest dich jetzt genau mit dem Höchsten, der größten Form an Kraft, an Liebe, an Energie, die alles transformieren kann. Machen wir noch eine Minute. Beim letzten Mal dann werden wir dann die Augen schließen für einen kurzen Moment. Du kannst vielleicht auch eines versuchen und schauen, gelingt es dir bereits mit geschlossenen Augen, einen Teil der Tao-Kalligraphie nachzufahren? Jetzt fahren wir sie bis zum Ende durch. Dann kannst du schauen, wie gut es dir gelingt. Schon mit geschlossenen Augen. Den Verlauf zu finden. Du kannst in der Luft schreiben. Aber du entspannst dich einfach vollkommen. Weil dadurch, dass wir jetzt dieses Feld 15 Minuten lang geöffnet haben mit Nachfragen, ist jetzt ein sehr starkes, transformatives Feld jetzt bei dir, um dich. Und in dieses Feld kannst du jetzt eben vieles einfach abgeben, für dich auch loslassen, dass du sagst, ja, bleib mal bei den Atemwegen. Ich bitte darum, dass meine Atemwege weiter gestärkt werden, dass meine Lungen, meine Bronchien in ihre Kraft voll wiederkommen. Bin so dankbar. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, jetzt mit diesen Kalligraphien zu arbeiten. Oder du möchtest eben auch diese Büchlein zu Hause nutzen, wo eben die Kalligraphie auch drinnen ist.
Das Buch dazu heißt eben Größte Liebe, gibt es auch auf Deutsch. Und als Tau-Kalligraphie-Lehrer kann ich für dich persönlich auch eine Tau-Kalligraphie schreiben, auf unterschiedlichen Untergründen hier in Rot, weil es zu einem bestimmten Anlass, zu einem feierlichen Anlass gepasst hat. Oder auf andere Weise. Diese Tau-Kalligraphie zum Beispiel ist eben von einer lieben Freundin von mir geschrieben worden, der wir gemeinsam Kurse machen dazu, wo man es lernen kann. Online, aber auch in Person. Oder man nutzt, wie gesagt, eben die Tau-Kalligraphie in den Büchlein. Kosten die Bücher 10, 15 Euro. Oder man kann sogar geschenkt erhalten, wenn man die Portokosten zahlt. Also man hat da direkten Zugang zu einer Fülle an Möglichkeiten. Und dieses schöne Feld dieser natürlichen Kräfte kannst du jetzt für dich nutzen, weil die Tau-Kalligraphie hier ist ein anderes Beispiel einer Tau-Kalligraphie, die bringt uns zurück zu diesen natürlichen, in unseren natürlichen Zustand, in unseren höchsten natürlichen Zustand der Stärke, der Selbstheilung, des Glücks. Das ist zum Beispiel die Tau-Kalligraphie der größten Fülle in allen Lebensbereichen. Es muss jetzt gar nicht materiell sein, aber eben wenn man diese Kalligraphie zu Hause hat, zum Beispiel, ist das auch ein Riesengeschenk für den Fluss im Leben. Es kann jetzt finanziell sein, aber auch gesundheitlich. Und es geht halt weiter. Es gibt unterschiedliche Qualitäten. Zum Beispiel gibt es die Qualität der Vergebung, wo man auch tiefer eintauchen kann, wenn es tieferes Blockierendes gibt bei uns im Leben. Und wenn wir uns eben Erfolg und Glück wünschen, dann ist es wichtig, eben das Blockierende aus unserem Leben zu transformieren. Und da ist die Kalligraphie Da Quan Shu, die größte Vergebung, ein Schlüssel zum Beispiel. Das heißt, das Schreiben ist immer ein besonderer Schritt, weil das Nachfahren, das geht leicht. Da hat man die Vorlage im Schreiben selber, was man auch erlernen kann bei uns in Kursen und Ausbildungen. Da wird es richtig schön. Da wird es richtig schön intensiv, weil das Schreiben uns selber auch abbildet. Uns selber einfach spiegelt, uns selber zeigt, was ist gerade da in uns durch hinaus kann. Und im Schreiben selbst ist es sehr faszinierend, weil du nicht sofort mit Tusche beginnst, so wie hier und Tinte, sondern zunächst am Wasserpapier. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Da was für euch vorbereitet, nämlich meine Lieblingsarbeitstafel, die man sieht, die gibt schon viele Jahre. Das ist Wasserpapier. Und auf diesem Wasserpapier schreiben wir zunächst die Tau-Kalligraphie. Also dieses erste Zeichen, was wir gerade vorhin gesehen haben, was wir jetzt ein paar Mal wiederholt haben, dieses so wie ein L. Das kann man jetzt auf unterschiedliche Weise schreiben. Und das zeigt uns unterschiedliche Dinge. Warum? Dieses L bedeutet da und steht für Allergrößtes. Deswegen, wir haben es ja da drinnen gehabt, nämlich da oben in Form für diese größte Liebe. Und du siehst schon, es ist sehr was Stabiles. Und das Lustige ist auch, es spiegelt uns als Menschen.
Das heißt, es zeigt einen Menschen, der sich groß macht, der in einem breiten Stand steht, mit Füßen solide, gut geerdet am Boden und sich öffnet. Das heißt, du könntest jetzt allein schon jetzt nur körperlich mitmachen und einmal wirklich den Brustkorb ganz weit öffnen. Und jetzt in dem Zustand einmal einatmen. Und jetzt bleiben wir bei unseren Lungen. Und das passt dir gut zur winterlichen Jahreszeit. Wenn du einen Türstock hast, wo du dich so reinlegen kannst und da einfach tiefe Atemzüge beginnst zu nehmen, merkst du, dass du da die Verspannungen aufkriegst, die da sind. Das heißt, durch dieses Aufmachen da passiert ganz viel Öffnung im Brustbereich. Um jetzt positive Kraft aufzunehmen, ist es auch entscheidend, weil wir hier unser Herz haben. Also auch das Herzchakra. Und das Herzchakra ist ja auch unser Empfangendes in uns. Das heißt, wenn wir uns da öffnen, können wir uns öffnen für alles, was gerade für uns da ist. Und zusätzlich verbinden wir uns dann mit dem Universum, mit dem Himmel. Und wir verbinden uns mit der Erde. Und jetzt kann ich eben, wie gesagt, wenn ich jetzt im Schreiben bin, so wie vorhin gemacht, zum Beispiel das da so schreiben, und ihr werdet einen Unterschied spüren in der Kraft, wenn ich jetzt eine solide Verbindung zur Mutter Erde aufnehme. Hier oben war es ja ganz, ganz okay. Bis daher ist es ja ganz gut. Habe mich geöffnet, habe eine gute Verbindung zum Universum, zum Himmel, zum Kosmos, zum Tao aufgenommen. Versuche möglichst viel in mich an positiver Kraft aufzunehmen. Aber mein Stand ist vielleicht etwas unsicher. Bin mir nicht ganz sicher, wie soll ich mich verhalten. Anstelle, dass ich mich breit aufstelle, so wie im hier. Und hier nach außen einen viel breiteren Stand einnehmen, viel, ja, einfach meine Position einnehme. Das heißt jetzt eine ganz andere Kraft, wie du wahrscheinlich spüren kannst, als dieses unsichere, so im Raum zwar stehen, aber nicht wirklich kraftvoll dastehen. Und genau das kannst du auch für dich üben, wenn du möchtest, dass du in dieses Da für dich schreibst, am Papier. Eben, wenn du magst, bei mir gibt es in Graz auch die Möglichkeit, dieses Wasserpapier zu erwerben. Sonst findet man es auch im Internet auf unterschiedlichen weltweiten Anbietern. Und du schreibst immer mal nur dieses Da. Und das wiederholst du und wiederholst du, weil auf diese Weise kannst du ganz viel über das Schreiben wiederum interaktiv aus dir loslassen, aber auch zurückbekommen, wenn du dich eben verbindest. Hier haben wir die Verbindung zur Mutter Erde, wie gesagt. Hier haben wir die starke Verbindung zum Universum. Und so, ja, es ist in beide Richtungen. Es ist in die Richtung, dass wir loslassen können, aber auch aufnehmen. Und das kannst du jetzt einmal einfach nur spüren, wenn du magst. Ich schreibe jetzt ein paar Mal für dich und du tust einfach nur entspannt ein- und ausatmen oder du schreibst auch mit. Dann kannst du es einfach jetzt nur mal genießen und schauen, okay, wie tut es, wenn du selbst schreibst oder jetzt für dich auch geschrieben wird? Sehr, sehr gerne mal.
Und das kann sein, dass du jetzt Zeit hattest, aktiv mitzumachen. Oder dass du einfach nur die Zeit genossen und vielleicht die Augen geschlossen und für dich so in dir Kraft getankt. Das, was ich einfach ermöglichen wollte für uns alle, war, dass sich eben dieser Raum aufmacht, der uns stärkt und der uns nährt und der uns es ermöglicht, wenn Belastendes da ist, dass das möglichst schnell von uns gelöst werden kann. Und wenn ich in den Chat schaue, dann sehe ich auch schon ganz liebe, tolle Rückmeldungen. Die Petra schreibt, danke, mein Thema ist durch das Feld besser geworden. Es ist nicht mehr so schwer wie zu Beginn. Danke. Und die Brigitte schreibt, danke, lieber Martin, für den heutigen so wohltuenden, stärkenden, nährenden Soul Brunch. Ich habe ein Thema in das Feld gegeben. Jetzt fühlt es sich alles viel leichter und lösbar an. Danke an die Quelle. Genau. Danke an die Quelle. Danke an denjenigen, der uns die Tao-Kalligrafie überhaupt den Zugang ermöglicht, nämlich Dr. Master Shigang Sha, der dieses besondere Wissen aus einer einmaligen Linie, nämlich aus der Linie des letzten Lehrers, des letzten chinesischen Kaisers, geholt hat und empfangen hat und von dort für sich jetzt und für uns vor allem uns diese Möglichkeit zur Verfügung stellt. Und so gibt es viele Bücher darüber, viele Möglichkeiten in Workshops, in Kursen, in Abenden, persönlich diesen wundervollen Weg der Transformation zu erlernen. Oder sei es nur eine Meditation für dich, eine weitere Möglichkeit für dich, zur Entspannung, zur Ruhe zu kommen. Das ist ja zum Beispiel auch das, was ich in Schulen so liebe zu tun. In Österreich habe ich das Glück, dass es bezahlt wird, von einer offiziellen Stelle, dass ich in Schulen gehen darf und mit den Kindern genau das mache, nämlich mit ein paar Geschichten rundherum das noch besser verständlich mache. Was heißt es eben, dass du in dein Größtes gehst, in deinen größten Zustand? Und bin es so super dankbar. Brigitte hat es eben so betont. Ich fühle jetzt fühlt sich alles viel leichter und lösbar an. Und genau das ist es, was die Tao-Kalligrafie natürlich tut. Wir sind wieder verbunden. Endlich ist dieses Gefühl wieder da. Ich bin nicht alleine jetzt in meiner kleinen Welt, sondern ich bin mit dem großen, nährenden und wie auch immer du es bezeichnest, dem Göttlichen, dem Himmel, dem Kosmos, dem Universum, der Quelle, dem Tao, wieder verbunden. Und damit ist alles lösbar, damit ist alles machbar. Und genau das den Kids in den Schulen auch wieder zu geben, dieses Gefühl und diese Möglichkeit in all den Dingen, die sie erleben, zu Hause, in der Welt, die für ein kleines, liebes Wesen sowas von überfordernd ist, was sind, tut so gut, dass man unseren Kindern auch wieder diese Verbindung herstellen kann. Ihnen helfen kann, dass sie in ihre Kraft kommen, weil unsere Kinder werden ja unsere Welt weitertragen. Und wir gehen einmal davon aus, dass wir sie weiter am Leben lassen und unser Bestes tun, dass wir alle zusammenkommen und einander halten, stärken, was tun, dafür, dass wir wieder mehr Frieden miteinander haben und dass sich Naturverhältnisse ändern, ist natürlich. Da brauche ich nichts tun dagegen, in dem Sinn, dass ich für etwas oder gegen etwas protestiere. Sondern ich muss einfach nur schauen als Gemeinschaft, wie kann ich mich an natürliche Veränderungen bestmöglich wieder anpassen, es wieder transformieren. Klar gibt es Ursachen, es gibt zu allem Ursachen. Aber wir dürfen rausgehen aus dem Richtig und Falsch und die sind richtig und wir sind, oder umgekehrt, was die meisten tun, eben wir sind richtig und die sind falsch. Sondern eben einfach in unsere Bedingungslosigkeit, in unsere Kraft kommen. Und das ist ja Uraussage von da. Wir werden bedingungslos, wir werden in diesem größten Zustand einfach, sind so voller Kraft, voller Selbstwert, voller Selbstliebe, dass wir einfach urgestärkt in unserem Leben wieder wissen, es ist alles schaffbar.
Ja, und somit, Renate, schreibt noch vielen lieben Dank. Es hat sich so viel besser verbessern dürfen. Und Brigitte hat noch einmal geschrieben, danke an Dr. Master Shah, genau. Und auch an mich, danke für mein segensreiches Wirken. Eben, ich bin's nicht. Ich habe nur unendlich viel Freude und Liebe, den Menschen zu helfen, in ihrer Kraft zu kommen. Und habe, wie ihr es hoffentlich spüren konntet, unendlich viel Freude in mir, dieses mittlerweile eben universelle höchste Werkzeug finden zu dürfen und vermitteln zu dürfen. Dank Dr. und Master Shah, der uns das lehrt, dass wir uns wieder eben alle an die Quelle wieder verbinden können und daraus jeder für sich seinen persönlichen Weg voller Freude, Glück und Wohlbefinden und was auch immer du dir wünschst, gehen kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich es mir für dich, für euch alle, ganz viel Freude, Glück und schöne Momente. Und die Taukalligraphie zu integrieren im Nachfahren oder selber schreiben, ist einer der schönen Schlüssel dazu. Also alles Liebe und alles Gute. Baba.